Kommt mir das nur so extrem laut vor oder ist es extrem laut? Goblin Stalker mit Powered Shield ist auf jeden Fall ziemlich gut. Zombie Joe ist auch extrem gut. Das sieht schon mal nach einem guten Anfang aus. Vielleicht behalte ich dann noch Powered Shield, wenn es so gut on Curve ist. Bin ich mal gespannt, wie er es noch schafft, es irgendwie wegzuräumen. Krass, ey. Well played. My fate is sealed. My fate is sealed. Wäre es besser gewesen, einfach Face zu gehen. Ich wollte irgendwie meine Hero Power nicht verschwenden. Überlegt, ob ich mit nur einem angreife. So many options. Oh. To Northrend! My fate, my fate is sealed. I give up. Join or die, or both.
Well played. Victory or death! Well played. Das war einfach. Tranda versus Gul'dan. Your soul shall be mine. Elune, give me strength. Da will man Lightspawn behalten. Nichts gut. I greet you. Blessings to you. Jetzt hätte ich doch keinen Dark Cultus spinnen sollen, das glaube ich wäre deutlich besser gewesen. Den Shrinkmeister dann hinterher. Hätte man sich, ja, auch überlegen können, ob man den heilt, aber... Okay. Soll mir recht sein. Ach Gott, Kodo ist sehr gut, aber ich könnte sie mir natürlich genauso gut noch aufheben. Ich muss mal aufs Wort kommen, ein bisschen Initiative haben. Ach du Scheiße. Komm, ich hab zweimal Shadow of Death am Deck. Ach, gute Karten, aber helfen mir hier nicht. Boah, 12 Schaden liegen allein da. I wonder. To Northrend. Das ist dann wohl verloren. Ah.
Wie kann denn das erste Game so unglaublich gut laufen und das jetzt überhaupt nicht? Shields up! Oh, einen Damage brauchen wir noch. Ach, okay. Ja, ich wusste ja, dass er einen im Deck hat, aber. Naja, mit dem hätte ich dann nämlich zurückkommen können. Mehr Zeit gehabt hätte. Ich glaube, das nicht gleich zu spielen war trotzdem richtig. Ja, die Reihenfolge am Anfang war aber Quatsch. Randa versus Jaina. You asked for it. You want to give me strength. I cannot kill. Shall we put a kink in my plans? Ich glaube danach Lightspawn, Powered Shield oder erstmal Shrinkmeister. Powered Shield Heilung. Let's get physical. My echoes are eternal. Die einzige Chance ist der 5-5 überlebt bei einem Flamestrike. You wanna cast a spell? I wanna cast a spell. Safety restrictions offline. Harvesting servos. Engaged. My feet are
Och Gott, was? Sehr gut. Tyranda versus Malfurion. My beloved Tyranda. My dear Malfurion. Zwei, drei, vier. Mal gucken, ob's gut genug ist. Okay. Ich dachte jetzt schon, dass er direkt den plus 2 jetzt hier eine Karte Buff hat. Mark of Yasharaj. The damned stand ready. Don't worry, loves. The cavalry's here. Your magic shall not save me. Well played. Einfach nur on curve. Kurz überlegt, ob ich unstable Heilung spiele, aber. Where shall I strike? Das ist leider ein verdammt guter Minion. I wonder. My fate is sealed. Give me a quest. X marks the spot. Kill them all. Well played. Unleash the beast. Ready.
ganzen Death Rattle Minions. Well played. Hoffentlich finde ich noch einen besseren Start. Besser, aber nicht gut. Bitte hab keine Möglichkeit, den kaputt zu bekommen und nicht irgendwie Buff mit. Ach Gott, genau das meinte ich. Schade. Hey Bones, wo? Mein Fuß? Nein. Let the pain speak to me.
wonder. Das gebe ich mal. Shields up. Red alert. Not on my watch. Ich glaube, das ist hier wirklich gar kein so schlechter Minion. A-Bomb habe ich jetzt nicht gerne genommen, aber... Soll mir recht sein. Hello, hello, hello. The dam stand ready. The dam stand ready. Jetzt hätte ich gern meinen Shadow Ward Death. Ich habe zwei Stück im Deck. Würde es dann auch gern irgendwann mal finden. Oh, einfach Short Steel. Ach Mann. Vielleicht danach, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass er irgendwie genügend alle Peacekeeper hat, dass ich den da finde oder sowas. Aber er wird das auch nicht klären können. Ach du Scheiße. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Du kannst doch klären. Ach Mann, ey. Reporting for duty. Ach, hätte ich den mal gleich gespielt. None may steal our secrets. Aber kann man ja nicht an. Oh Gott, er hat auch noch so viele Karten, das werde ich nicht gewinnen. Wo ist mein AOE-Clear? Ich hoffe, ich finde den jeden Moment. Ach du Scheiße. Sag bloß, du hast... Quartermaster. Was tut er?
Was hat der denn für ein unfassbar starkes Deck? Oink. Move quickly. Na geil. Wobei es vielleicht gar nicht so schlecht ist, aber naja. Was? Jetzt kann ich den Mind Control klauen, den Mind Control, und dafür killt der Patient Assassin den. Nicht wirklich, oder? Wieso muss er denn den Patient Assassin kriegen? Wo ist eigentlich mein Excavated Evil? Hätte ich den trotzdem einfach nehmen sollen? Und mein 2 Marshall Over Death ist auch ganz hinten im Deck. Dankeschön. Kann ich mir nämlich jetzt den klauen. Oh Gott. Das hätte dann nochmal traden müssen, aber wäre natürlich trotzdem ein bisschen gewesen in der Fortifier.
Tyranda versus Valyra. Watch your step. Elune, give me strength. Oh Mann, da brauche ich jetzt einen richtig guten Start. Zug 3 zum Spielen, ne? So schlecht. Ach was, Tomb Spider into Tomb Spider into... Wo ist mein Silence? It's time for a little. We must cleanse the sun well. My fate is sure. Arena-Karte mit R. Noch so ein.
Shall we put a kink in their plans? Let's see if this will work. Push forward. What the fuck? Der dritte 8-8er. My eyes are open. For the hall. Karten am Anfang, die irgendwas direkt tun. Nicht mir noch mehr Karten in die Hand geben, die dann auch nicht was machen, ohne dass ich nochmal Mana investiere. Die Zeit hat man am Anfang eventuell nicht als Priester in der Arena. Ich habe wirklich überlegt, ob ich Gadgets and Jaws noch zusammenspiele, aber ich glaube nicht. Ich will mir Coin aufheben für Zug 3. Wenn er jetzt nichts spielt außer Totem und ich es nur so weghaue, dann spiele ich auch vielleicht gleich Gadgets and Jaws noch hinterher. Und heb mir den Shrinkmeister auf. Die Karte ist leider echt gut. Bei so einem Board. Aber mit Shrinkmaster ging's ja jetzt. Ist halt jetzt die Frage, wie gut es war, ob er einen Schaden irgendwie machen kann, ob er einen AE auf der Hand hat.
Ach du Scheiße, wirklich? Ich hab gerade noch überlegt, ob er hier Damage AE hinkriegt. Und dachte so, nee. Nächsten Zug kann er jetzt mehr oder weniger nichts machen. Und daher müsste ich ein Board dann hoffentlich auch wieder aufbauen können. Aber ich dachte erst, da kommt man sowieso nicht mehr durch. Oh Mann. Ist auch nichts, was ich unbedingt spielen will. Your magic shall not save. Victory or death. Ich behalte ihn noch. Jetzt soll da vorne, das gibt's doch nicht. Join or die! Or both. Fortune! Death again! Shall we put a kink in their plans? Und wegen dem Buff? Das Dingo! Yes! Schon wieder beide Shadow Warriors noch im Deck. Das gibt's doch irgendwie nicht, dass ich sie nie finde. Würde mich jetzt sicher fühlen mit einem sicherer. Eventuell ausreichend für Excavated Evil. Ja, ich denke. Stand ready. For the Horde.
Deswegen hätte ich gerne Shadow Dress in der Hand. Gott, das gibt's doch nicht. Da gibt mir mein Holy Fire. Ein Zug zu spät. Ach Gott. So, ich gehe kurz auf Klo, kurze Pinkelpause. Einen Moment. Oh Mann, ey. Die Leute, die Zug 1 zu lang überlegen. Sehr gut. Wie gewinne ich immer alle Jousts? Wenn nicht, weil ich so wenig Zweierkarten habe. Da hätte es natürlich aufs andere machen können. Shall we put a cake in the plan? Jetzt kann er eventuell beides wegtraden. Mal gucken.
Mist, da war gerade diese doofe Pyramide. Komm her. Ach, damit kann er beides removen. Und dafür hat er jetzt so lange gebraucht. Oh Mann, der macht mich echt fertig. Let me think. Quickly. None may steal our secrets. What we do? Würde jetzt beides reintraden, aber naja. Dafür ist es da. Let me think. Ach du Scheiße. Ist jetzt zu clever, aber weiß ich immer gar nicht. For the king. Ach. Reporting for duty. Als Priester hinten auf dem Board ist immer furchtbar. Wann finde ich denn jetzt mein Shadowwood das endlich? Verdammt. Man wird jeden Moment irgendwas Fettes spüren, ich kann es nicht beantworten. Let me think. Powerwood Shield habe ich irgendwie auch nie, kann das sein? Komisch, Inventor auch nur am Anfang mal. None may steal our secrets. Ach krass. Reporting for duty. Dann hoffe ich, dass da keine Antwort mehr hat auf den Four Reaper. Safety restrictions offline. Harvesting servos engaged. Ich halte ihn mal versteckt.
Let me think. None may steal. Doch was? Das ist jetzt der dritte oder so, den er spielt? Oder noch mehr? Viele. Reporting for duty. Das gibt es doch nicht. The damned stand ready. Let us see if the makers. Entschuldigung. I wonder. So eine Karte, wo sich wieder mein Control lohnt und Sherwood, noch Sherwood das. Also Sherwood, das geht ja nicht, aber. Ach du Scheiße. My fate is sealed. Plus hast du noch so ein Keeper. Ach man, das ist doch verloren. Ich bin jetzt nicht um was richtig Fettes spielt, was ich nicht klauen kann. Wieso denn? Achso. Ja, macht ja keinen Unterschied. Geht eigentlich jeder Zug bei dem bis Fatigue? Bitte geh einfach Fels und nicht selbst gewertet Evil. I wonder. Quickly.
Adjustments requested. Oh, excavated evil. Let me think. Es wäre dafür besser gewesen, es auf den zu machen. Also wenn du schon lange überlegst, dann kannst du dir wenigstens einen guten Zug überlegen. Ach Mann. Auch kein Sword Steel die ganze Zeit gefunden, meine ganzen Karten. Ach man, ich hab wirklich Bizarre gebraucht. Und wie viele Keeper hat er in seinem Chest-Deck? Hunter. Ah, so gut. Such the teeth I have. Wegen Meister Kodo muss ich eigentlich mehr aufholen, die Kombo. Let us see if this works. So blöd ist.
fate is sealed. Aber Misha war halt jetzt für ihn auf jeden Fall der beste Minion. Ach Gott, wirklich? Oh, ein Glück. Ach, aber der ist so gut gegen den. Der ist so gut gegen den. Acid Maw. Ja, dann ist Four Reaper auf einmal nicht mehr so gut. Wieder beide Shadow, der ist noch ruhig im Deck. Das gibt es doch nicht. Hey, give me a minute! Safety restrictions offline. Harvesting servos engaged. Wie kann denn das sein, dass ich die nie finde? Nie ist jetzt auch übertrieben, aber viel zu selten. Oh Gott, ey. Hey, Husky Trader. Und hey, Peter Griffin. Ah. Lange nicht mehr Stream gesehen. Ich habe erst vorhin gestreamt. Ich stream eigentlich jeden Tag. Für reich, was? My mouth very rarely swollen. Overdrive engaged. Well fought. I concede. Vielen Dank fürs Folgen. Ja, ich streame mal verschiedene Sachen. Nee, WoW spiele ich nicht. Balayugo. Versus Morgo. Illum, give me strength. Ruhestein-Spiel? Ja.
Ja, wenn ihr mich bemoht, dann fliegt ihr aber raus. Das ist vielleicht der Unterschied. So, Schamana. Was, Anus? So langsam finde ich es irgendwie anstrengend. Ich schmeiß dich mal raus. Aaron Fiedler, ich weiß nicht, wer das ist. Ja, das habe ich schon verstanden. Das habe ich schon verstanden. Gute Hand, aber gegen Schamanen wird das schwierig. Dankeschön. The damned stand ready. My fate is sealed. Ach, Leute. Ah, oh, Lightspawn ist mal riskant. My fate is sealed. Ich mach keine Songs an. Blessings to you. Ah. Warum nicht? Weil das meistens sehr anstrengend wird. Das sieht ziemlich gut aus. Did you bring some fish? Jede Menge Heiltotems. Ja, ist jetzt die Frage, ob ich da schon Archon Commander spiele oder ob ich den nur trade, Gnomisch heilen. Die Waffe sieht man selten, aber die ist extrem gut. Aber dann kriege ich mit dem Archon Commander den 5-2er, 4-2er wahrscheinlich gut kaputt. Andererseits kann er mit der Waffe so ziemlich alles zerkloppen, was ich hier habe. What is a loon's will? Shall we put a kink in their plan? Das ist eine gute Frage. I don't see. Ach, das gefällt mir nicht.
Wenn er jetzt einen guten 8-Drop hat, dann 8-Drop. Dann ist er wahrscheinlich sehr deutlich vorne. Claws direkt hinterher. Tja, nu. Überlegt wurde ich, ob ich einfach nur den droppe. Safety restrictions offline. Zwei Heilung ist natürlich ziemlich gut, wenn er jetzt den 4-2 wegtradet, dann hält er sich auf 4 wieder hoch. Der Dingstorm. Oh fuck. Damit habe ich irgendwie gar nicht gerettet, aber ist auch nur eine Rare. Na, ah, jetzt traden die beiden, so gut war das gar nicht. Ich erst dachte. Und die falsche Reihenfolge. Zweimal Crackle. Na, hab Spell Damage hitten. Wo ist denn mein Excavated Evil? Noch nicht excavated. I am undefeated. Sehr gut. It's time for a lot of blood. Vier. Wo ist denn mein beklopptes Excavated Evil? Fünf, acht, elf mindestens. Wie viel hat er denn davon? Ich glaube, jetzt warte ich noch einen Zug, oder? So stark ist es jetzt gar nicht. Und der hat nur 4 Damage da liegen. Und ich remove damit nur einen. Nicht mehr Hero Pawn. Shall
Shall we put a kink in their plan? Was anderes. Ja, gut genug. Hätte ich auch, wenn die Kodo jetzt noch aufsparen sollen, einfach heilen und nächsten zu Shrinkmeister Kodo. Wenn ich Glück habe, dann reicht das ja. Mann ey, 8 Wins mit Priester. Auch schon länger her. Tyranda versus Uther. I will fight with honor. And you will give me strength. Das ist aber eine gute Hand. Also ist jetzt nicht so super, ne? Ich hätte auch lieber einen 1 und einen 3 Drop. Aber ich kann auch 2 Drop und noch einen 2 Drop spielen. Ich glaube, die Heilung ist hier besser. Nachher kann er den noch leicht killen und dann killt er meinen Gilgamesh Stalker gleich mit. Let me think. Könnt auch einfach Shadow World Pain auf den machen, aber ein Silver Ghoul ist ziemlich gut. Shadow Pain ist schon noch oft genug gut. Voll selten in der Arena, dass man so viele Spells in der Hand hat. Wäre dann einfach Shadow World Pain doch besser gewesen, oh Mann. Schwer zu sagen. Shadow World Pain jetzt noch auf den ist voll schlecht. Lost of Warlord als 4-4er ist auch voll schlecht, wenn er dann liegt. Oh Gott.
Aber ich glaube, ich muss das finden. Und hoffe, dass ich Excavated Evil finde. Excavated Evil. The damned stand ready. Ach, ist das schlecht. Nichts mehr. Ach man, ich habe aber wirklich die Hälfte der Spiele echt so beschissene Draws. Das gibt's gar nicht. Ach Gott. Your magic shall not save me. So eine Scheiße. Unglaublich gutes Deck. Das hätte auch locker 12 werden können. Schade. Na gut, dann mache ich hier Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich suche noch eine bekloppte goldene Karte. Und ja, habt eine gute Nacht oder einen schönen Morgen, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.